Gegen 19.10 Uhr kam es am Samstagabend auf der Startstraße 2233 Neustadt in Richtung Schweig zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Pkw mit einem Linienbus zusammenstieß. Der Neustädter Pkw-Fahrer kam von der B299 und wollte nach links in Richtung Neustadt abbiegen, wobei er den herannahenden Linienbus übersah. Der 37-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wobei es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Einer der Ersthelfer, der ebenfalls der Feuerwehr Neustadt an der Donau angehörig ist, erkundete sich nach dem Zustand der Unfallbeteiligten und alarmierte die Rettungskräfte, weil der Busfahrer einen recht verwirrten Eindruck hinterließ und typische Anzeichen eines Schockzustandes aufwies. Der Busfahrer musste zur weiteren Untersuchung in das Kelheimer Krankenhaus gefahren werden. Der Unfallverursacher und die Fahrgäste kamen lediglich mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt.